die 80% der Bevölkerung haben einen Anterior Pelvic Tilt. Also wenn das was ist, was man korrigieren müsste, dann müsste man das bei ganz schön vielen Leuten machen. Dann kam mein Dad irgendwann rein und hat so gemeint, so was? Die singen ja fuck. Irgendwie so. Die Frage ist, wie wichtig ist gerades bzw. richtiges Sitzen beim Essen? Okay. Sick. Sick. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann. Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit. Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber. Okay, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Basti. Hallo Basti, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, der Andi macht ein bisschen Wellness, wohlverdient, deswegen habe ich meinen Basti mal dazu geholt. Und heute ist Q&A-Podcast und wer muss natürlich dabei sein, wenn es ein Q&A gibt? Natürlich euer Q&A-Dream-Team. Also, ich freue mich schon. Wir machen gleich unser normales Freitag 14 Uhr Q&A, weil es ist auch gleich Freitag 14 Uhr. Aber wir dachten uns, wir machen auch einfach noch einen Q&A-Podcast obendrauf. Es gibt eh immer Fragen, die einfach viel zu komplex sind für diese 15 Sekunden. Also wenn man ehrlich ist, eigentlich so ziemlich jede Frage, die uns gestellt wird, aber manche noch krasser als andere. Und das Besondere an dem Q&A, an dem Freitag 14 Uhr Q&A heute ist, dass es off-topic ist. Das heißt, wir haben auch wie letztens im Podcast das gleiche jetzt fürs Instagram Q&A gemacht. Und deswegen werden wir heute ein paar Nicht-Fitness-Fragen beantworten, aber auch ein paar Fitness-Fragen, weil natürlich haben sich nicht alle dran gehalten und es wurden auch ein paar Trainingsfragen gestellt. War wahrscheinlich auch nicht ganz verständlich. Es kann sein, ja. Ich hab dich ganz schön erwischt diesmal beim Aufruf. Ja, und ich freue mich richtig auf das Off-Topic Q&A. Das ist das erste Off-Topic Q&A für Freitag 14 Uhr tatsächlich. Total verrückt, gell, dass wir das noch nie gemacht haben. Super verrückt. Aber heute machen wir eben einen kleinen Mix. Also ein paar Fitnessfragen, die ihr uns gestellt habt und ein paar Nicht-Fitnessfragen, die ihr uns gestellt habt. Ich bin voll aufgeregt, ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade für Fragen für mich hast oder für uns. Und deswegen stelle ich dir auch gleich mal die erste Frage. Erster Kaffee nach 3 Monaten. Herzrasen gehabt? Ich glaube, die Frage geht an dich, weil ich habe ja nicht auf Kaffee verzichtet. Herzrasen ging tatsächlich, aber es hat mich auf jeden Fall anders bewegt, als ich das vor diesen 3 Monaten gewohnt war, wenn ich Kaffee getrunken habe. Also heute zum Beispiel geht es mir jetzt gerade in dem Moment ähnlich wie am ersten Tag. Wir haben jetzt eins ungefähr und ich habe heute Morgen um 8 wahrscheinlich einen Kaffee getrunken, einen, so nicht zu groß, nicht zu klein, und ich merke jetzt gerade, wie der jetzt erst wirklich ankommt, und das war so mein Hauptlearning, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, Kaffee zu trinken vor einer Woche. Also ich trinke jetzt auch nicht viel Kaffee, ich habe jetzt jeden zweiten Tag einen Kaffee getrunken und das schiebt auf jeden Fall an und ich merke es gar nicht so herzrasig, also ich merke jetzt nicht so irgendwie, dass mein Herzschlag aktiv schneller wird oder ich so kalten Schweiß kriege oder warmen Schweiß, Glück. Ja, aber das hatte ich tatsächlich auch, weil ich habe seit Dezember keinen Kaffee getrunken und im November habe ich schon krass reduziert. Also da war es schon so nur noch jeden zweiten, jeden dritten Tag und allein das hat gereicht, dass sie wieder anders reingehauen haben. Und da war es tatsächlich so, da habe ich wirklich so körperliche Reaktionen gehabt, wie krasses Herzrasen und so eine fast schon so eine Unruhe, also echt abgefahren gewesen. Und jetzt ist es so, ja, ich weiß nicht, wie jetzt es... Jetzt hast du halt Hirnrasen und ja, kein Herzrasen. Ja, es ist so ein positiverer Schub, wenn man damit umzugehen weiß, glaube ich. Ich glaube, für manche Leute ist es schon auch fast ein bisschen beängstigend, fast schon. Also so, die werden dann panisch, weil sie nicht wissen, was los ist oder wie sie damit umgehen sollen und so. Ich hingegen, ich liebe diesen Zustand. Und wir lieben dich in diesem Zustand. Genau, also...
Long story short, kein Herzrasen, beziehungsweise wahrscheinlich schon so ein bisschen beschleunigt, aber jetzt nicht negativ auffällig. Nicht so, dass ich spüre. Ich glaube, mein Puls ist davon befreit. Aber ich merke auf jeden Fall, wie meine Gedanken, meine Stimme und ich sonst generell einfach schon ein bisschen aufdrehe, wenn ich Kaffee getrunken habe. Und das Verrückte, wie gesagt, jetzt ungefähr 5 Stunden später. Nicht so, ja, boah, ich kann heute Morgen nicht klar, weil ich noch keinen Kaffee getrunken habe. 5 Minuten später fühle ich mich dann wach, so weil ich gerade einen Kaffee getrunken habe. Sondern ist, also die Reaktion ist bei mir wirklich deutlich, deutlich später an ihrem Höhepunkt quasi. Das ist so ein bisschen bei dir, wie wenn man jetzt halt einen Podcast hört, und dann kann man ja auf 1,5-fache Geschwindigkeit stellen. So habe ich immer das Gefühl bei dir, so du, der Basti wird einfach als Mensch auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt, wenn er halt wieder einen Kaffee trinkt, der so wirkt, wie er jetzt wieder wirkt. Ja. Und übrigens, also so dieses, ja, ich muss morgens unbedingt einen Kaffee trinken, sonst wäre ich nicht wach und dann 5 Minuten nach meinem Kaffee bin ich wach. Das ist alles in euren Köpfen. So schnell wirkt Koffein nicht. Das ist einfach nur die Gewohnheit und der Placebo-Effekt dann. Und was wirklich absurd ist, ist dieses, wie man sich dran gewöhnt an Koffein. Also ich habe so viel Kaffee getrunken und absolut nicht mal annähernd diese Wirkung gehabt, die ich jetzt habe. Also schon lange nicht mehr. Vielleicht hatte ich diese Wirkung auch immer einfach und habe es nicht mehr realisiert. Kann schon auch so ein bisschen sein. Wahrscheinlich ist es so eine Mischung von beidem. Aber es ist richtig krass, wie ich jetzt quasi wieder sensibler bin, was Koffein angeht. Und das will ich mir auf jeden Fall auch erhalten. Also ich will jetzt nicht in meine gleichen Konsummaße wie vor meinem Kaffeefasten zurückfallen, sondern ich will das so reduziert halten, um mir diese Wirkung, so gut es geht, zu konservieren. Du bist also jetzt ein moderater Kaffeetrinker, oder? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, vielleicht kommt es auch mit dem Alter. Neulich hatten wir es ja auch schon von Moderation und so. Mensch, Leute. Ob das funktioniert. Also. Aber es ist echt abgefahren, weil manchmal hat Kaffee ja gefühlt so die gegenteilige Wirkung. Also wenn man so eine krasse Gewöhnung hat irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich müder werde, wenn ich Kaffee trinke. Und also eben, das verwirrt dann irgendwie mein System und dann fühlt es sich vielleicht auch gar nicht mehr so geil an. Alleine, weil du aufgehört hast, also komplett aufgehört hast, für 3 Monate Kaffee zu trinken, habe ich natürlich auch deutlich weniger Kaffee getrunken. Ja. Und auch das einfach nur zu reduzieren, also nicht komplett drauf zu verzichten, macht schon auch was. Also ich merke jetzt schon auch so diese unmittelbare Wirkung öfter mal, wenn ich einen Kaffee trinke. Ja, aber ja, und ich glaube, das ist was Gutes, weil ich glaube, Koffein ist schon an sich ein ziemlich krasser Wirkstoff. Also ja, also das auf jeden Fall. Wir unterschätzen das, was für eine Wirkung Koffein eigentlich hat. Und Koffein ist ja auch eine Droge, aber halt eine, die halt akzeptiert und toleriert ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube voll, dass man es ab und zu einfach so vergisst, was man sich da eigentlich auch so reinknallt, wenn man, also eben manche mehr, manche weniger, aber keine Ahnung, wenn du halt so wie wir back in the days uns halt so jeder so einen Liter French Press Kaffee reingezogen haben, der auch vom Koffeingehalt wahrscheinlich relativ hoch ist, zieht man sich schon ein bisschen was rein. Ja. So. Genauso natürlich mit irgendwelchen Pre-Workouts oder Energy-Drinks oder so. Da sind die Dosen ja teilweise noch viel höher, Alter, als wenn man nur Kaffee trinkt. Krass. Ja, also probiert es mal aus. Ich habe es ja auch mal gemacht, nicht 3 Monate, ich weiß gar nicht mehr wie lang. Aber ja, da habe ich so mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen eigentlich gemacht. Das klingt auch so, also das finde ich immer so abgefahren auch, es klingt so, als ob sowas krass Besonderes wäre. Ich habe jetzt 3 Monate keinen Kaffee getrunken. Weil wir halt einfach alle so hart süchtig nach diesem Zeug sind. Also, am Ende ist es, also ganz ehrlich, es war kein Hexenwerk. Ich habe einfach von einem Tag auf den nächsten aufgehört und damit hat sich die Sache für mich erledigt gehabt. So, also nicht so, du lagst nicht nachts wach im Bett und absolut gar keine Entzugserscheinung, nicht mal so mentale. Weißt du, ihr habt ja hier im Meeting auch öfter mal irgendwie Kaffee getrunken oder ich war ja irgendwo, wo ich dann Kräutertee, keine Ahnung, heiße Schokolade und was weiß ich alles getrunken habe als Ersatz. Und das war nie so, dass ich mich das gestört habe, dass ich jetzt gerade keinen Kaffee trinken kann. So, zack, akzeptiert, dass ich das jetzt mache. Und es war eher so, hey, okay, krass, wann fange ich denn jetzt wieder an, Kaffee zu trinken? Weil ich habe so lange keinen Kaffee getrunken. Wenn ich jetzt wieder anfange, Kaffee zu trinken, dann ist das ja alles quasi unterbrochen. So. Ja. Ich glaube, man nennt es Cold Turkey, beziehungsweise kalter Entzug in der Fachsprache, was du da durchgezogen hast. Ja, aber so habe ich mich nicht gefühlt. Also ja, aber auch wenn man das nicht hinbekommt, dann das wäre ja auch irgendwie krass, oder? Also wenn man es sich einfach schafft, halt mal für, wenn es auch nur ein paar Wochen sind, einfach aufzuhören. Ja, damit. Also wenn man das nicht schafft, ist es, glaube ich, noch mehr Grund, es einfach wirklich zu machen. Ja, definitiv.
Gut. Okay, genug über Kaffee geredet, oder? Ja, nächste Frage, let's go. Okay, das ist jetzt eine, da werden wir mit Sicherheit ein bisschen Zeit verbringen. Cool. Wie korrigiert ihr einen Anterior Pelvic Tilt? Wow. Also. Erstmal gar nicht, oder? Also die Frage, genau. So. Die Frage ist ja, wie korrigiert ihr? Und natürlich kann man dann sagen, so ja, hier Semantics und so, aber es ist halt einfach wichtig, dass man die richtigen Wörter verwendet. Hm. Und wir würden nie von korrigieren sprechen, weil ein Anterior Pelvic Tilt keine Krankheit ist, sondern das ist was so Normales, dass es um die 80% der Bevölkerung haben einen Anterior Pelvic Tilt. Also wenn das was ist, was man korrigieren müsste, dann müsste man das bei ganz schön vielen Leuten machen. Also korrigieren ist das falsche Wort. Was ist ein besseres Wort? Ich finde managen immer irgendwie einen treffenden Begriff. Und dann eben auch einfach vom Individuum abhängig. Also muss man es überhaupt managen? Hast du jemanden vor dir, der absolut keine Probleme hat und alles machen kann, was er machen will, dann musst du da auch nichts, also musst du bestimmt nichts korrigieren und du musst wahrscheinlich, du kannst es immer noch ein bisschen managen, weil das gehört halt einfach, das ist ein Teil von diesem Menschen und wenn du individuell mit diesem Menschen arbeitest, dann muss das mit einfließen in alle deine Entscheidungen als Coach. Aber selbst wenn jemand eben Probleme hat durch einen Anterior Pelvic Tilt, dann will ich diesen Anterior Pelvic Tilt in erster Linie managen und nicht, und ich will nicht unbedingt versuchen, ihn zu korrigieren und die Haltung von diesem Menschen auf Biegen und Brechen zu verändern. Ja. Voll, das wäre so ein Anfang. Genau. Muss also man ihn überhaupt so als Disclaimer fixen, muss man das ist mal. Ist es ein Problem? Und dann ist so die also, wir können ja die Frage jetzt so aufrollen, so wie managst du einen Anterior Pelvic Tilt bei einem Menschen? Oder wie beeinflusst es auch einfach unsere Entscheidungsfindung im Trainingsprozess? Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, es ist immer individuell und je nachdem, wie groß das Problem ist, ist der erste Versuch eigentlich, der Person einfach mal zu sagen, okay, richte dein Becken auf und zu schauen, was passiert. Also das ist so, hey, okay, was hat die Person, hat den Anterior Pelvic Tilt, kann sie einen Posterior Pelvic Tilt machen? Wie viel Bewegungskontrolle hat sie darüber bewusst, wenn sie das versucht, irgendwie aktiv zu machen. Im Stehen, im Sitzen, auf einem Ball oder im Liegen von mir aus. Und da merkt man dann schon, okay, es funktioniert. Sie kommt in die Position, hängt nur irgendwie zu lang in der anderen, hängt es dann wirklich nur am Becken? Das ist auch so noch so eine spannende Frage. Spoiler, wahrscheinlich nicht. Und was passiert in der Wirbelsäule? Was passiert in der Lendenwirbelsäule? Und wie steht der Brustkorb? Das sind dann so die Sachen, die ich mir dann einfach so die Kette nach oben erstmal anschaue. Und dann stacken lernen ist wahrscheinlich so das Erste. Also nicht nur versuchen, dann am Becken anzusetzen, sondern die komplette Kette nach oben zu verändern, weil es bedingt sich immer alles gegenseitig. Wenn man nur am Becken ansetzen würde, würde es sich immer wieder zurück verschieben. Deswegen Brustkorb und Becken in eine bessere Position zueinander bringen, in eine bessere Beziehung zueinander. Was bedeutet Stacken lernen? Für die unter euch, die uns öfter hören, die wissen mittlerweile, was das bedeutet. Für die Neuen unter euch, meistens lassen wir die Person einmal komplett ausatmen, alle Luft aus den Lungen raushauchen im Idealfall, dass die Rippen sich schließen, nach unten und nach innen kommen, die Bauchmuskeln am Ende von der Ausatmung wahrscheinlich bzw. hoffentlich angespannt sein werden und dadurch, meistens reicht es aus, ohne dass man das dann auch aktiv coachen muss, dass sich dadurch das Becken schon ganz leicht aufrichtet und das reicht. Das sind ja keine großen Bewegungen, sondern das reicht. Ein zu krasser Posterior Pelvic Tilt wäre ja auch quasi wieder überkorrigiert, das, um wieder das böse Wort zu verwenden. Und das wollen wir ja auch nicht, sondern wir wollen einfach eine gewisse Neutralität zwischen Brustkorb und Becken, Zwerchfell und Beckenboden, gute Längenspannungsverhältnisse der Muskulatur. Und das ist dann eine Position, die macht man zuerst in ganz simplen Positionen wie Rückenlage, Stehen im Sitzen ohne irgendwas, in Atemübungen, dann in, wir nennen es Positionsübungen, wo man eine größere Herausforderung an das Halten der Position quasi kreiert. Durch zum Beispiel einfach Schwerkraft, die dann wirkt, die genau. Ja nicht wirklich wirkt, wenn man auf dem Rücken liegt. Da ist es einfach, eine Position einzunehmen und zu verändern. Genau, und dann
der nächste Schritt wäre dann der Übertrag von solchen, von der Position, also von dem Stack auf andere Übungen, wie Kniebeugen, Drücken, Ziehen, alles Mögliche. Und dann der allerletzte Schritt als finales, als finales Management-Level wäre dann, den Stack einfach als neutrale Startposition zu sehen und zu verwenden und dann immer wieder rein und raus gehen zu können bei diversen dynamischeren Sachen. Ja, wunderschön zusammengefasst, würde ich sagen. Also gerade so dieses Grundprinzip vom Stack, warum ist uns das so wichtig und warum werden wir auch nicht müde, das immer wieder weiter zu preachen, ist halt genau das, wenn ein Anterior Pelvic Tilt, da existiert man nicht in der Mitte von einem Spektrum, sondern eben auf einer Seite in einem Extrem. Und der Stack holt dich quasi wieder zurück in die Mitte von diesem Spektrum. Und wenn du da eben startest, dann kannst du von der Mitte aus dich besser nach rechts bewegen, besser nach links bewegen. Du hast insgesamt mehr Optionen in deiner Bewegung und auch so in, ja, was Positionen angeht. Du kannst von da aus eben vielleicht besser die Wirbelsäule strecken, aber auch wieder rund machen und so weiter. Und wenn du eben einfach dein Leben und dein Training im Anterior Pelvic Tilt verbringst und dann eben im Training dich auch noch schwer belastest und du kommst nie raus aus dieser Position, dann wird diese Position sich über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte immer weiter verfestigen. Und das wird dazu führen, dass du eben ja nicht unbedingt variabler wirst, sondern du wirst wahrscheinlich sogar Variabilität verlieren durch diesen langfristigen Anpassungsprozess, der da stattfindet. Und also was ich irgendwie auch nochmal hervorheben will, ist so diese Connection Brustkorb-Becken. Also dass man eben anfängt mit einer Ausatmung und man denkt so, ja gut, aber Atmung passiert ja eigentlich im Brustkorb, so was hat das mit dem Becken zu tun? Also ja, so einfach ist es nicht. Atmung beinhaltet auf jeden Fall, also biomechanisch gesehen, das Becken und den Brustkorb. Und genau deswegen kann man das eben über den Brustkorb steuern. Also wenn du da jemanden dazu bringst, dass er komplett ausatmet, dass die Rippen sich schließen, dass der Brustkorb quasi kompakter wird, dann wird das eine Auswirkung darauf haben, wie sich das Becken bewegt. Weil immer wenn der Brustkorb sich bewegt, bewegt sich das Becken quasi gegenteilig mit. Das heißt, wenn mein Brustkorb aufgeht, sich quasi nach, also wenn ich mich einfach nach hinten lehne, Oberkörper, dann macht das Becken das Gegenteil. In dem Fall, es kippt nach vorne. Und genau andersrum, wenn die Rippen vorne nach unten kommen, dann kommt das Becken vorne nach oben. Und so kann man dann quasi eben eine gestackte, neutrale Position erreichen. Und jetzt haben wir ja schon irgendwie drüber geredet, so ja, was kann man machen, um da wieder rauszukommen? Ja, Positionsarbeit, Atemarbeit, Ausatmen lernen, etc., etc. Ich würde auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drüber reden, warum es denn nützlich und wertvoll sein kann für Leute. Also was so ein Anterior Pelvic Tilt für Probleme mit sich bringen kann. Kann. Ja. Auf jeden Fall nicht muss. Ich wollte da noch ganz kurz, also wie man rauskommt, was auch wichtig ist, was mir gerade eingefallen ist, als du noch mehr über Beckenkontrolle gesprochen hast, dass man auf jeden Fall auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Hemmis hat. Mhm. Und dass die halt einfach maßgeblich daran beteiligt sind, gerade wenn es wirklich eine extreme Beckenposition ist, in der ein Mensch festhängt, geht es vielleicht nicht mehr nur über die Rumpfmuskeln, das Ganze zu kontrollieren, sondern da muss man die Hemmis mit berücksichtigen und mit trainieren und eben versuchen, die Hemmis aus einer wahrscheinlich sehr exzentrischen Orientierung rauszuholen, ein bisschen konzentrischere. Also was bedeutet, dass die Hemmis ja, wenn das Becken nach vorne kippt, auch in einen krassen Stretch kommen und dann immer auf Länge sind und dass man da dadurch, dass man das Becken eben wieder in eine bisschen neutralere Position bekommt, die Hemmis auch in eine bisschen kürzere Positionen bekommt in dem Fall und dass sie dann da auch wieder anders arbeiten. Und das macht man dann am besten auch erstmal mit Positionsarbeit, ein paar Hamstring Bridges in einer guten Beckenposition und da wird man eine ganz andere Sensation in seinen Hemmis haben, als man das bisher hatte und dann auch Schritt für Schritt weiter progressieren bis hin zu RDLs in einer besseren Beckenposition. Ja, und jetzt, was war die Frage? Naja, also was ein Anterior Pelvic Tilt für Probleme oder auch einfach nur Phänomene, also für gewisse Muster, die wiederholen sich ja dann einfach immer. Also weil am Ende, wir sind zwar einzigartige Schneeflöckchen, aber wir haben alle die gleichen Muskeln, die gleichen Knochen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Kompensationen, die auftreten als Folge von einem Anterior Pelvic Tilt, das sind ja immer wieder die gleichen, die man da sieht. Ja. Und da würde ich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, das kann sehr nützlich fürs Verständnis sein. Ja.
wenn die veränderte Position, ich fange einfach mal an, oder? Im Becken, die bedingt natürlich erstmal die Strukturen, die direkt drüber und drunter liegen. Also Lendenwirbelsäule und Oberschenkel. Lendenwirbelsäule ist einfach gestreckter. Das heißt, man ist in einem größeren Hohlkreuz, in Anführungszeichen, was mehr Extension bedeutet, mehr Stress im schlimmsten Fall für den unteren Rücken, mehr Kontraktion, eine konzentrischere Ausrichtung vom unteren Rücken. Und unten auf die Oberschenkel gesehen, verändert man die Position. Da darfst du jetzt gerne einhaken, wenn du willst. Und zwar durch das nach vorne Kippen vom Becken ändert sich der Eingang quasi der Oberschenkel ins Becken, also die Gelenkpfannen, jetzt habe ich es. Und bevor ich jetzt einen Quatsch erzähle, mach du da weiter, ist man quasi innenrotierter quasi. Was eigentlich erstmal so ein bisschen für mich immer nicht ganz logisch ist, weil ich denke irgendwie, okay, das Becken kippt nach vorne, die Knie, alles biegt sich irgendwie nach außen, aber relativ gesehen ist man innenrotierter, oder? Stehe ich da gerade auf dem Schlauch? Genau, also wenn man es jetzt auf die Position der Knochen bezieht, dann bedeutet ein Anterior Pelvic Tilt aufs Hüftgelenk bezogen quasi Innenrotation. Und das, was du sagst, das ist ja auch richtig, weil viele Leute, die einen sehr starken Anterior Pelvic Tilt haben, die drehen eben ihre Oberschenkel eher nach außen und watscheln dann vielleicht auch so ein bisschen beim Gehen. Aber das ist eben die Gegenreaktion, das ist quasi der Ausgleich. Wenn man Muskeln quasi weglässt und man kippt einfach das Becken nach vorne, dann fallen unsere Oberschenkel in Innenrotation und damit wir halt nicht in uns zusammensacken oder nach vorne umfallen, muss unser System mit Muskeln drauf reagieren und eben die Oberschenkel wieder nach außen drehen, einfach als Ausgleich, damit wir weiterhin aufrecht stehen können, gehen können und so weiter. Das ist eine Kompensation, die man relativ häufig sieht. Dann muskulär, ich meine, das hast du ja eh gerade schon gesagt, was die Hamstrings machen, und das ist ja auch irgendwie muskulär jetzt erstmal so das Wichtigste. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die in einem starken Anterior Pelvic Tilt die Bauchmuskeln eher in exzentrische Ausrichtung kommen. Genau deswegen lassen wir Leute ausatmen, damit die sich wieder konzentrisch orientieren. Wir cueen, wir verwenden Positionen, damit die Hamstrings sich auch wieder konzentrisch orientieren. Und das wird eben dazu führen, dass gerade so der untere Rücken eben wieder ein bisschen länger werden kann, beziehungsweise einfach neutraler von seiner, also von der Kurve in der Lendenwirbelsäule, vom Hohlkreuz neutraler, aber dann eben auch, was die Muskeln angeht. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, dass Leute, die ein krasses Hohlkreuz haben, gerne sehr viel Spannung im unteren Rücken haben. Hier, hi, ich zum Beispiel. Und viele, die zuhören, werden sich da auch wieder erkennen. Aber wieder zurück zu eher so diesen knöchernen Kompensationen oder Phänomenen oder wie auch immer. Ein Anterior Pelvic Tilt bedeutet, dass meine Hüfte quasi gebeugt wird. Also aufs Hüftgelenk bezogen bin ich die ganze Zeit in Hüftflexion. Also so, und da bin ich halt einfach. Da lebe ich mein Leben durch die Position von meinem Becken. Die habe ich wahrscheinlich, wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich sitze, ist das Ganze natürlich nochmal verstärkt, weil Sitzen ist ja noch mehr Hüftbeugung quasi. Und das führt dann dazu, dass Leute es nicht mehr schaffen, ihre Hüfte ganz zu strecken. Weil ich bin so weit quasi die ganze Zeit in Hüftflexion gebeißt, dass ich es nicht mehr hinbekomme, wirklich in Hüftextension zu gehen. Und das ist so ein Muster, da setzen wir auch viel in unserem Training an, dass wir Leuten wieder mehr authentische Hüftextension, Hüftstreckung versuchen beizubringen, eben anzutrainieren. Weil das eben zur Folge hat, wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht authentisch meine Hüfte strecken kann im Hüftgelenk, dann muss ein Gelenk drüber diese Strecken passieren, und das ist halt die Lendenwirbelsäule. Deswegen hat man dann mehr Hohlkreuz, weil wir immer noch aufrecht stehen müssen. Aber dieses Aufrechte hole ich mir eben nicht mehr aus der Hüfte, sondern ganz viel aus der Lendenwirbelsäule. Und deswegen alleine so dieser relativ einfache biomechanische Zusammenhang, der gibt einem dann auch eine Richtung für Trainingsinterventionen. Dass man zum Beispiel eben an einer echten, authentischen Hüftstreckung arbeitet, die eben nicht die Rückenstrecker und der QL macht im unteren Rücken, sondern die eben Hamstrings und Glutes machen, weil die sollten eigentlich diese Bewegung quasi initiieren und durchführen. Und da gibt es dann auch wieder alle möglichen Drills, die man machen kann. Also eben alleine, was du schon gesagt hast, jemanden wirklich gestackt ADLs machen lassen. Da arbeitet man an authentischer Hüftextension zum Beispiel.
Da arbeitet man dran, dass die Hemmis wieder ihren Job machen können, dass die Glutes wieder ihren Job machen können und so weiter und so weiter. Das ist echt krass, also sowas vermeintlich so Einfaches wie, ja, Hohlkreuz oder eben nach vorne gekipptes Becken, da kann man ja stundenlang drüber reden. Genau, das hört ja da nicht auf, wenn man das mal weiterspinnt. Wir können das vielleicht im Schnelldurchlauf in einer Minute machen. Spinn's so weiter. Hoch und runter quasi, also gehen wir mal weiter nach unten. Also die Oberschenkel sind dann, rein knöchern gesehen, wieder nach innen rotiert, unabhängig von irgendwelchen Kompensationen jetzt mal. Die verändern natürlich wieder alles, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Nur so die rein logische Ableitung von einer gewissen Innenrotation der Oberschenkel. Was bedeutet das fürs Knie, für die Tibia? Auch wiederum, um geradeaus gehen zu können quasi, wird die Tibia sich so ein bisschen verhältnismäßig nach außen rotieren. Ja, das Knie kann rotieren. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch die vorletzte Folge an, glaube ich. Da ging es ein bisschen darum. Oder schaut auch auf Instagram die ganzen Knievalgus. Biomechanik Basic Videos vom Chris an. Das sind schon viele draußen mittlerweile. Zurück zum Thema. Die Tibia rotiert nach außen. Was bedeutet das von Fuß? Okay, der Fuß wird dann eher supiniert sein. Man kann nicht mehr so krass pronieren, wenn die Tibia komplett außen ist. Das heißt, man steht auf der Außenkante. Alles hängt zusammen. Und das heißt, Leute, die dann auf der Außenkante stehen und so weiter, werden das so, die hängen dann da halt auch da irgendwie fest und können nicht mehr pronieren. Aber das kann dann auch nicht einfach behoben werden, nur indem man am Fuß arbeitet, sondern man muss hoch bis zum Becken arbeiten. In die andere Richtung nach oben, was bedeutet das für die Rippen? So der klassischste Fall ist wahrscheinlich, dass die Rippen sich zu dieser Überextension im unteren Rücken, werden sich die Rippen flären. Der Brustkorb wird im Raum nach vorne verschoben sein, die Rippen heben sich an. Schlechte Längenspannungsverhältnisse im Rumpf, hast du gerade schon angesprochen. Das Schulterblatt hat keine schöne Fläche mehr, auf der es gleiten kann. Das bedeutet, die ganze Schulterblatt und Schulter-Oberarmbewegung, vor allem auch über Kopf, ist verändert. Und da bringt es dann auch nichts, wenn man nur da irgendwie versucht, einen Muskel zu stretchen oder irgendwelche Rotationen in der Schulter zu machen ausschließlich, sondern man muss halt die komplette Position am Ende im Worst Case bis runter zum Fuß verändern, weil sich halt eben alles gegenseitig bedingt, weil wir unseren kompletten Körperschwerpunkt immer gesamt managen und nicht nur in einem Gelenk. Und das heißt jetzt nicht, dass da der Anterior Pelvic Tilt irgendwie verantwortlich für all das ist, was ich gerade beschrieben habe, sondern das kann man auch genauso gut umdrehen. Also so, wo am Ende die Ursache für irgendwas ist, ist immer schwer zu sagen, so, weil oft muss man sich fragen, was kam zuerst, was war zuerst da, wo ging es los, ging es irgendwie top, bottom, bottom up, wie auch immer, was war so das Erste, was irgendwie nicht mehr so funktioniert hat, schwer zu sagen, ist am Ende auch wurscht, weil man muss eh immer alles irgendwie angehen und schauen, dass halt alles wieder seinen Job macht. Andi würde jetzt sofort sagen, das Erste ist die Atmung. Das ist quasi die tiefste Schicht, auf der dann so diese ganzen Kompensationen aufbauen. Aber ja, die Atmung wird ja auch wiederum von X-Faktoren beeinflusst und dann ist es auch wieder so, ja okay, welche Faktoren, die jetzt die Atmung beeinflusst haben, waren jetzt zuerst da und so. Aber gut, da muss man eigentlich auch gar nicht unbedingt drüber nachdenken, weil man wird eh keine einfache Antwort finden. Ja, es klingt jetzt auch so ein bisschen, also weiß nicht, ob es so klingt, aber so ein bisschen überdramatisch, dass nichts mehr so funktioniert wie soll, aber das ist natürlich auch nicht so. Nur weil man mal ein bisschen mehr in einem Anterior Pelvic Tilt hängt oder ein bisschen an seiner Schulter arbeiten könnte und so, das können wir, glaube ich, alle. Ich habe immer irgendwo was, wo ich wieder feststelle, hier könnte ich ein bisschen arbeiten, hier bin ich ein bisschen schief, so, das ist alles kein Weltuntergang. Andi sagt aber auch immer, es ist kein Problem, bis es zum Problem wird. Und je nachdem, was man halt mit sich macht und mit sich vorhat, kann es vielleicht irgendwann zum Problem werden. Ich will den Teufel aber gar nicht an die Wand malen, aber man macht ja eh irgendwas. Und dann Dinge, die man macht, die kann man dann auch einfach gut machen. Und ja, vermeidet ist vielleicht fies, aber ist vielleicht übertrieben, aber man profitiert auf jeden Fall davon und verringert das Risiko, dass ein Problem, das jetzt noch kein Problem ist, irgendwann zu einem wird. Absolut. Also auch mega gut zusammengefasst, so dieses Ganze, eben die Auswirkungen, die Kette nach unten von dem Anterior Pelvic Tilt und nach oben. Und eben, warum es dann Sinn macht, sich auch die Beckenposition anzuschauen, wenn jemand Schulterprobleme hat. Weil eben, wenn dein ganzes System, also wirklich dein gesamtes Skelett global gesehen in Streckung kommt, also eben nach vorne geschoben wird, und das passiert ja bei einem Anterior Pelvic Tilt, dein Becken kippt nach vorne, die Wirbelsäule folgt, der Brustkorb folgt und so weiter, dann ist ja auch eigentlich ganz klar, dass es auch Auswirkungen auf die Schulter zum Beispiel haben wird, weil es eben die Basis, auf der die Schulter sitzt, nämlich das Schulterblatt beeinflusst, beziehungsweise erstmal den Brustkorb beeinflusst, darauf sitzt das Schulterblatt und am Schulterblatt hängt dein Schultergelenk und dann ist auch irgendwie klar, ja Logo, ist es irgendwie connected, so.
Und klar ist es komplex und dann ist man wieder so als Coach so, oh mein Gott, ich check überhaupt nichts und so weiter. Aber ja, ich glaube, man muss einfach nur diese Komplexität eben respektieren und dann kann man auch anfangen, sie nach und nach besser zu verstehen, dass du halt besser Zusammenhänge verstehen kannst, besser Muster erkennst bei deinen Kunden oder bei deinen Patienten, wenn du ein Physio bist. Und wenn du diese Muster besser erkennst und verstehst, dann kannst du auch bessere Entscheidungen treffen, um Menschen weiterzuhelfen, was auch immer dann das Ziel ist. Also es kann ja eben sein, schmerzfrei hat, wenn jemand Schmerzen hat. Kann auch einfach sein, dass jemand überhaupt keine Schmerzen hat und der will einfach nur geil trainieren. Aber selbst dann kannst du natürlich als Coach immer versuchen, dem Menschen ein bisschen mehr Variabilität zu geben, seinem System immer so ein bisschen mehr das aufzuzeigen, was es von alleine nicht so macht oder nicht so gut kann. Und das ist ja, das sehen wir auch als unsere Aufgabe an als Coaches. Also ja, eben den Menschen mehr von dem geben, was sie nicht haben, beziehungsweise was sie nicht gut können. Voll. Weil das wird immer nur positive Folgen haben. Ja, und das müssen die Leute ja am Ende auch gar nicht so direkt merken, beziehungsweise man soll das ja auf gar keinen Fall so kommunizieren, dass die Leute denken, dass irgendwas nicht stimmt. So, wie gesagt, jeder kann immer an gewissen Kleinigkeiten arbeiten. So, das bedingt einfach, glaube ich, unser Lifestyle. Weiß nicht. Ist auch wurscht. Und das sind einfach so kleine Tweaks in Bewegungen, die jeder kennt, die einfach einen großen Unterschied machen. Absolut. Ich habe also gerade jetzt wieder ganz aktuelles Beispiel, Neukunden bekommen zum Beispiel. Und so dieses biomechanische Wissen, das hilft mir da einfach so krass weiter. Wäre der gleiche Mensch vor ein paar Jahren zu mir gekommen, dann hätte ich wirklich keine Ahnung gehabt, was ich mit dem machen soll. Ich hätte ein paar Standardübungen gemacht, die man halt so mit Leuten macht, denen halt das Knie wehtut. So, keine Ahnung, machen wir mal das. Und jetzt gucke ich mir das halt an eben. Wie ist die Beckenposition von diesem Menschen? Was sind seine Bewegungsstrategien zum Beispiel? Bei dem ganz krass, der ist halt auch so ähnlich wie ich vom Muster her. Der versucht alles mit seinem unteren Rücken zu machen. Der kann nicht gut mit seinen Glutes arbeiten. Also weiß ich ja jetzt schon, wenn ich ihm das ein bisschen besser beibringe, dass er seine Glutes besser benutzen kann für Bewegungen und auch seine Hamstrings, dann wird das indirekt wahrscheinlich positive Auswirkungen auch auf seine Knie haben. Und das ist ja dann immer so baut sich dann irgendwie dieses Puzzle dann doch langsam zusammen. Und man kann halt einfach Leuten besser helfen. Und darum geht es ja am Ende, dass du halt durch ein besseres Verständnis bessere Entscheidungen triffst und dadurch bessere Ergebnisse erzielst. Geil. Geil. Und dann macht es richtig Spaß. Ja, voll. Also es macht so schon Spaß, aber wenn man dann immer mehr checkt und sich immer mehr Kreise schließen, toll. Wir sind schon solche Nerds. Mensch. Wenn ich uns hier so zuhöre. Geil. Machen wir mal wieder eine Off-Topic-Frage, oder? Coole Frage übrigens, weil die Frage haben wir zwei vor ein paar Wochen bei mir auf der Couch auch schon diskutiert. Top 5 Alben ever. Genreübergreifend. Okay, ich weiß noch, da haben wir drüber philosophiert. Genreübergreifend und Alben. Genau, so. Wir können ja immer abwechselnd irgendwie einen raushauen, dann hat man immer noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich glaube, haben wir wirklich über Alben gesprochen oder über Künstler generell? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube beides. Beides auch so. Aber Alben, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir auch über Alben geredet haben. Okay. Boah, fang du an, ich muss noch kurz in mich gehen und überlegen. Ich hasse solche Fragen, ja? Also, ja, es ist immer schwierig, weil dann muss man sich auf 5 reduzieren und wenn man dann überlegt, fallen einem, keine Ahnung, vielleicht 15 ein oder so. Ja, und in 2 Wochen fallen mir noch ein paar andere ein, die ich komplett vergessen hatte, die aber so krass life-changing in dem Moment waren, wo ich auf ihnen hängen geblieben bin. Aber okay, ich kann sehr, sehr gerne anfangen. Mein erster Pick ist 808s and Heartbreak von Kanye West. Ein großartiges Album, ist wahrscheinlich von den meisten jetzt nicht so der erste Pick, alleine wenn man von Kanye-Alben redet, weil der hat ja sau viele gemacht. Aber das war halt für mich persönlich einfach ein Gamechanger, dieses Album. Und nicht nur für mich persönlich, sondern für die gesamte Musikindustrie. Das war das erste Mal, dass so dieses ganze Autotune-Thema irgendwie so richtig groß wurde. Und wenn man sich heutzutage gerade Hip-Hop anhört, dann hört man das halt einfach überall. Und ja, man kann von Kanye West halten, was man will, aber musikalisch gesehen ist er halt einfach ein Genie und vor allem jemand, der Musik so krass geformt hat wie wenig andere Künstler.
Und also das ist ja auch ein krass emotionales Album. Das war das Album, das das herausgebracht hat, nachdem seine Mom gestorben ist und so weiter. Dementsprechend ist es auch jetzt ja schon auch ein bisschen Depri hier und da, kann man vielleicht sagen. Aber gerade eben als es rausgekommen ist, habe ich das einfach rauf und runter gehört. Ich höre es immer noch super gern. Ich finde den Vibe von dem Album super geil. Ich finde das Cover super geil. Ich finde es einfach geil. Und es war übrigens, ich glaube, das erste Album, was ich mir so legal online gekauft habe, weil es ist rausgekommen und ich wusste nicht, wie ich es kriegen kann. Und dann habe ich irgendwie so geguckt, ob ich es mir irgendwo runterladen kann, also auch illegal, habe nichts gefunden. Dann war ich so, okay, ich kaufe es mir jetzt einfach so, ganz legal, weil ich es einfach nicht erwarten konnte, das zu hören. Okay, ich habe ganz schön lange gebraucht für meine Nummer 1, aber jetzt bist du dran. Also ist auch ein super geiles Album und ist auf jeden Fall auch eins meiner Favorites von Kanye. Ich kann es nur nicht jetzt irgendwie in meine Liste mit aufnehmen, weil ich ziemlich late to the party war, was diesen ganzen Hip-Hop und so angeht und unter anderem auch, vor allem auch Kanye West. Ich bin ein riesen Kanye West-Fan und auch von viel von den ja, melancholischen Platten, also wo unter anderem das eben auch dazugehört. Das ist auch, also ich bin halt auch auf Kanye einfach aufgewachsen. Also von seinem ersten Album an war das eigentlich so einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Das vielleicht nochmal so dazu, aber sorry, du bist ja, da. Ja, ich habe damit erst so mit, keine Ahnung, Anfang Mitte 20 angefangen, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde es echt, keine Ahnung, Mann, ich hänge gerade irgendwo zwischen so vielen Alben. Ja, sag, pick dir einfach eins aber raus von denen, die also du im Kopf hast. Eins ist auf jeden Fall, ich meine, das passt auch ganz gut, das habe ich mir nämlich neulich als Schallplatte gekauft. Das ist meine erste Schallplatte, die ich bis jetzt besitze. Ich habe noch nie eine Schallplatte irgendwie besessen. Ich habe auch keinen Plattenspieler, aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine Schallplatte. Und zwar ist es von Led Zeppelin und das Album heißt, glaube ich, einfach Led Zeppelin. Siehst du, ich weiß gar nicht mal, ich weiß, welche Tracks drauf sind und so. Das ist Dazed and Confused drauf zum Beispiel. Krassester Song auf dem Album auch. So, wobei das ändert sich auch jedes Mal, wenn ich es höre. Aber ja, ich glaube, das ist sogar das erste Led Zeppelin-Album. Das ist einfach krank. So, mit dem ersten Album, das du machst, so einen Banger rauszuhauen, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr machen musst und dass das 40 Jahre später immer noch krass gehypt wird und gehört. Also klar, wenn man so mainstreamig ist, dann wahrscheinlich irgendwie das nächste oder ich glaube das dritte oder so, wo dann hier Whole Lotta Love und Black Dog und so drauf waren, die wurden dann wahrscheinlich mehr. Es war einfach ein bisschen populärer, aber so von der Krassheit und von der Neuheit, was Led Zeppelin gemacht hat, war das allererste Album einfach schon so übertrieben. Deswegen ist es mit meine Nummer 1. Sage ich jetzt einfach mal so. Das ist das mit dem eben auch dem Zeppelin auf dem Cover. Ja, tatsächlich haben ziemlich viele Alben von denen Led Zeppelin, weil es gibt auch, also die waren nicht so sonderlich, ich finde es eigentlich cool, aber man könnte ganz negativ sagen, sie waren nicht sehr kreativ, was die Betitelung ihrer Alben angeht, weil die einfach Led Zeppelin 1 bis 6 heißen oder so. 1, 2, 3, 4. Aber ja. Genau. Ja. Okay, dann übernehme ich wieder. Mhm. Auf jeden Fall Top 5 ist Blonde von Frank Ocean. Mhm. Ist einfach ein musikalisches Meisterwerk. Die Mood, die da existiert, ist einfach irgendwie unvergleichbar. Also mir fällt auch nichts anderes ein, weil der, ich weiß ja auch gar nicht, wie die Musikrichtung heißt, die er macht. So, der macht halt so krass sein eigenes Ding. Und da sind einfach so viele Weltklasse-Songs drauf. Und wenn man, das ist auch so ein Ding, das kannst du einfach von vorne bis hinten durchhören. Ja. 5-mal hintereinander. Das ist einfach geil. Ja, Frank Ocean ist eh einfach krass. So. Swim Good, krasses Lied. Ja, auch schon vor Blonde, die zwei Alben, beziehungsweise es war ja ein Album und ein, ich weiß nicht, wie das heißt, denn es kein offizielles Album ist, ein Mixtape oder so. Die habe ich auch schon so krass gepumpt, so krass gesuchtet und dann kam Blonde raus und ich dachte mir so, boah, krass. Weil halt so, oft ist es ja so, dass die Alben jetzt nicht irgendwie viel besser werden und der macht ja nicht so viel, der hat ja nur 3 Alben. Aber da ist halt das dritte schon irgendwie das krasseste. Ja. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hast noch eins? Mhm, auf jeden Fall. Ich schwank zwischen zweien. Eins, ja, du kannst ja beide noch aufziehen. Genau. Eins war,
ich gehe jetzt auch einfach so ein bisschen chronologisch, woran ich mich, weil sonst ist es so mit Alben, ich meine, heutzutage, wir haben gestern auch kurz drüber gesprochen, heutzutage hört man so viel Musik und nicht mehr so, man kauft sich nicht mehr ein Album und hört es dann 700 Mal in 2 Wochen rauf und runter und hat dann irgendwie seine Lieblingstracks, weiß, wie die Songs heißen, hat am Ende sogar das Büchlein durchgelesen, das im CD-Cover drin war und man so. Man weiß immer, wenn der eine Song zu Ende ist, dann ist schon so im Hirn, du weißt schon genau, welcher der nächste Song ist. Genau, und so. Und das zum Beispiel, deswegen sage ich jetzt einfach mal das als erstes, hatte ich bei dem Americana-Album von Offspring. Geil. Da hatte ich sogar, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aber das hatte ich ohne Betitelung. Das heißt, ich wusste nicht, wie die Lieder heißen und wie die Reihenfolge ist. Und ich wusste nicht mal so ganz, wie viele Lieder auf dem Album überhaupt sind, weil das, ja, wahrscheinlich war es so, keine Ahnung, sorry, aber irgendwas raubkopiertes, wo am Ende halt noch ein Album drauf war oder so. Und habe das aber einfach von vorn bis hinten durchgehört und, mei, wann war das? Keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich 14 oder so. Also beziehungsweise das Album kam ja noch viel früher raus, aber als es mich dann irgendwann erreicht hat und ich auf ganz random irgendeinem Offspring-Album hängen geblieben bin, war das eben Americana. Ich glaube sogar, das ist von, keine Ahnung, Ende der 90er. Vielleicht habe ich es auch schon früher gehört. Pull it up for us, Jamie. Mhm. Und da, wir hatten letztes, ich glaube, es war letztes Jahr im Herbst oder so, oder vielleicht auch so im Sommer, hatten wir so eine Phase, wo wir oben im Training auch wieder einfach viel Offspring gepumpt haben, weil ich nämlich ein Album entdeckt hatte, das ich noch nicht kannte und das aber super krank war. Und das Americana lief dann natürlich auch mal und ich schwöre, ich kann von Anfang bis Ende jedes Lied mitsingen. Also ich weiß den Text, ich weiß, wann was kommt, ich weiß, welches Lied auf welches Lied folgt und so. Ja. Und das ist schon krass. Das 1998 ist schon geil. 98 war es. Crazy. Krass. Geil, fuck. Ja, voll. Das ist alt. Bei mir bei Hybrid Theory von Linkin Park zum Beispiel auch so. Das hat halt mein Bruder und dann habe ich es ihm halt immer abgezogen und habe das so krass gepumpt, da kann ich auch jeden einzelnen Song so und immer noch, und ich weiß immer noch, wenn das Album durchläuft, welcher Song als nächstes kommt oder so, wie der Song zumindest anfängt. Das ist geil. Ja, super geil. Okay, ich mache wieder eins. Mhm. Man on the Moon. The End of Day von Kid Cudi. Ich habe schon drauf gewartet, wann Kid Cudis Debütalbum. Einfach super, super krass. Auch so, weil, also einfach wieder sehr persönlich, weil es mich halt so damals einfach so krass erwischt hat. Ich habe das so viel gehört. Das war irgendwie, so viel davon war so relatable. Ist natürlich auch von der Stimmung her eher melancholisch und so. Vielleicht war ich auch damals einfach so ein bisschen so drauf. Aber auch höre ich immer noch super, super gerne. Auch von Kid Cudi gibt es ja auch einige Alben, die in meinen Top 5 sein könnten. Honorable Mention ist Indycut, das ist, glaube ich, so mein zweitliebstes. Aber ja, sein allererstes Album, auch weil es ein Gamechanger war, weil ich so einen Sound und so eine Musik davor einfach nicht gehört habe. Großartiges Album. Geil, ja. Schon gut, Kid Cudi. Und Kid Cudi natürlich sowieso auch. The GOAT. Mag also es ist immer schwierig dann zu sagen, ist Kanye oder Kid Cudi mein Lieblingskünstler aller Zeiten, aber es ist zwischen den beiden. Ja, da muss ich mich mal, da habe ich nie so die Alben Stück für Stück durchgehört, sondern da bin ich auch spät dazugekommen und dann hat man halt erst so Lieder gehört, die man halt so gehört hat oder die so gehört wurden, die man halt so kannte, die richtigen Banger. Aber es gibt ja immer auch noch Banger neben denen. Mhm. Die alle für Banger halten. Die Singles waren und so weiter. Genau. Also ich meine, klar, Day and Night von dem ersten Album, das hat natürlich einfach jeder immer gehört. Pursuit of Happiness. Ja, der ist schon richtig krass. Logischerweise. Aber ja, da gibt es auch noch krasse Banger, die nicht so bekannt sind. Genau, und die finde ich immer, die finde ich meistens fast krasser dann oft. So, Day and Night nervt mich zum Beispiel einfach mittlerweile. So. Sorry, aber. Ja, ich verstehe, was du meinst, mich auch ein bisschen, aber damals, als er rausgekommen ist, also ich weiß noch, als er halt auch einfach in jedem Club pro Abend halt einfach 6-mal gelaufen ist und du ihn 6-mal krass abgefeiert hast, weil das auch so, eben, war irgendwie so anders. Ja. Okay, du bist dran. Ja, ich überlege gerade, 3 habe ich noch, oder? Mhm. So ungefähr, okay. Das ist ja auch, wie gesagt, das ist. Wenn es nicht die Top 5 sind, sondern mitunter die Top 5, ist es ja auch schon okay. Und was dann auf jeden Fall, was glaube ich meine allererste CD war, so offiziell, die ich irgendwann mal, ich glaube zu Ostern geschenkt bekommen habe. Du meinst gefunden hast zu Ostern. Gefunden habe, genau. Ja. Vom Osterhasen versteckt bekommen habe. Apropos, bald ist Ostern. war von Blink-182. Und zwar das mit der Krankenschwester drauf.
Warte, ich guck. Wo es mir fast schon unangenehm war, dass mein Dad hat mir das geschenkt. Anima of the State, genau. 99. 99, geil. Ja, das habe ich dann so mit 10 wahrscheinlich bekommen oder so 9 oder 10 war ich da. Und dann hatte ich da noch so eine Stereoanlage mit so einem CD-Fach, wo man drei, das war aber auch geil, man konnte drei CDs rein, die dann immer so durchrotiert wurden. Und dann habe ich es halt so gehört und habe es gefeiert und halt jeden Tag gepumpt. Dann kam mein Dad irgendwann rein und hat so gemeint, so, was? Die singen ja fuck. Irgendwie so, also das war alles ganz locker. Mein Dad hat es als Witz gemeint, so, weil der natürlich auch mit mir schon viel mehr Lieder, die Wörter verwendet haben, die man vielleicht Sprache. Nicht mit 8 oder 9 oder 10 jetzt irgendwie beigebracht bekommt, aber deswegen ist das auf jeden Fall auch dabei, weil das ist auch ähnlich, das kann ich auch komplett einmal durchhören und war auch so, in dem Alter, keine Ahnung, da ist man dann im Ferienlager, im Zeltlager und erlebt coole Dinge und hat dann einmal so Lieder, die man im Ohr hat so und deswegen begleitet das natürlich dann irgendwie alles so ganz emotional auch und das ist richtig genau. Geil, wenn Erinnerungen gekoppelt sind an Lieder oder auch Alben und so. Das habe ich auch ganz krass manchmal, wo man sich dann auf einmal wieder, weiß ich nicht, 15 Jahre zurückversetzt fühlt, wenn man einen Song hört und so. Ja, und deswegen, also ich habe gerade so überlegt, in die Top 5 muss eigentlich auch irgendwie so ein Hip-Hop-Album rein oder ein bisschen was anderes als Gitarrensound bei mir, theoretisch, weil ich das auch wirklich gerne mag und gerade so die letzten 5, 6, 7 Jahre richtig viel gehört habe. Keine Ahnung, J. Cole, Kendrick, Hip-Hop, beziehungsweise jetzt nicht so poppigen Hip-Hop eher, ich bin waschen eher immer so in der lyrischen Rap-Richtung, was mir so wirklich getaugt hat, jetzt auch nicht so oldschoolig, ich meine, da war ich ja noch later to the party, keine Ahnung, hör mal 20 Jahre Musik nach, kannst vergessen, mit welcher Zeit. Du hast vergessen. Und deswegen war ich so, klar kenne ich so ein paar Wu-Tang-Sachen und wie auch immer, aber nie da so deep drin und deswegen, das sind glaube ich in meinen 5, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade nicht speziell ein Album ein, das ich da mit aufnehmen könnte. Aber das macht ja auch Sinn, dass die aus der prägenden Phase kommen, wo man sich halt irgendwie entwickelt und da hat man eben auch Musik noch anders gehört. Ja. Also da hat man noch viel intensiver Musik gehört, weil da war halt nicht so dieser Overflow, dass du immer irgendwie, oh, ich muss jetzt hier auf Instagram und da ist schon wieder irgendwas Neues und so, sondern da hattest du halt deine CD und die hast du halt gehört und dann hast du halt teilweise auch einfach nur Musik gehört, nichts anderes gemacht, stundenlang. Ich breche jetzt mal ein bisschen mit dem Genre. Nächstes Album, Streetlight Manifesto, Everything Goes Numb. Das kennt wahrscheinlich keine Sau. Das ist eine Ska-Band aus den Staaten. Ich hatte eine ziemlich krasse Ska-Phase. Und das ist ein Album, das höre ich bis heute super gern, weil das ist einfach in sich so ein krasses Album. Das hat seinen eigenen Sound. Die Musik ist einfach super krass. Also wer auf sowas steht, auf so ein bisschen Trompeten und Schlagzeug mit einer Frequenz, wo ich nicht verstehe, wie das ein Mensch machen kann und so. Und nebenbei wird auch noch ein bisschen rumgeschrien. Ist auch eine gute Energie, finde ich, immer zum Trainieren. Streetlight Manifesto, Everything Goes Numb, ist auch unter anderem ein Song drauf, den ich nach wie vor für eigentlich das krasseste Lied aller Zeiten halte. Ja. Geil. Da hast du mir jetzt tatsächlich auch noch ein paar mehr Sachen gebracht. Jetzt können wir eine Top 10 machen wegen mir. Safe. Wie viel Zeit habt ihr? Ja, super geil. Ich musste gerade auch ganz melancholisch an die Foo Fighters denken. Ist mir gerade so eingefallen. Jetzt nicht unbedingt von Ska und so weiter, aber da, ich wüsste jetzt nicht genau, welches Album ich nennen soll, aber die sind bei mir auf jeden Fall auch mit vorne dabei, was meine Entwicklung angeht. Und dann natürlich eigentlich auch Nirvana, rückblickend, aber ich bleibe jetzt mal bei den Foo Fightern, auch gerade, weil da kürzlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da ist der Drummer gestorben. Ich weiß es gar nicht genau, habe es nie weiter verfolgt, was da jetzt genau war, aber gerade der Drummer und Dave Grohl, einfach so krasse Musiker. So auch einfach geile Dudes, Mann. Genau, geile Overall Dudes. Geile Dudes. Krasse Musiker, krass in der Musikgeschichte unterwegs gewesen, Spuren hinterlassen und einfach so, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, was man so Jahrhundertmusiker nennt. Sowas gibt es nicht so oft pro Jahrhundert. Echte Legenden. Deswegen, eigentlich müsste in die Top 5 auch noch ein Foo Fighters Album. Das mit der Bombe drauf, auf dem Cover. Da habe ich eher viele Lieder gehört, unabhängig von Alben. Und halt super, super gern live. Das ist so eine krasse Liveband. Da habe ich Stunden auf YouTube verbracht, mir Konzerte angeschaut.
Geil. Immer vom gleichen Lied und versucht herauszufinden, welches die beste Version ist live. Ja, und tatsächlich auch schon einmal live gesehen. Super geil. Boah, krass. Rise Against. Bin ich auch so krass damit aufgewachsen. Leck mich. Fällt mir auch gerade ein. Es fallen mir so viele Sachen ein. Also dein Pick ist einfach ein Foo Fighters Album. Ja, genau. So, sucht euch aus, Leute. Ist auch voll. Ja, voll okay. Ja. Ich weiß es nicht genau. Am Ende halt das mit Everlong. Ich weiß nicht, welches das heißt, aber. Warte, ich muss. Das ist schon ein krasser Song. Ich mach den Research. Kann sich nur noch um stundenlang ja. Stunden handeln. Egal, und bei Rise Against auch so. The da war, Color and the Shape. Ah, The Color and the Shape, ja. 97. Krass. Ich bin noch nicht in den 2000ern angekommen. Ja, und bei Rise Against ist es tatsächlich später gewesen, aber da fällt mir jetzt auch, ich weiß es nicht genau. Ah doch, ich glaube, es heißt Revolutions per Midnight. Per Minute. Scheiße. Zu schlecht. Zu viel gehört. Fällt mir der Albumtitel nicht ein. Sowas gibt's hier nicht. Medicine at Midnight gibt's. Hä, aber das Rise ist das ganz neue. Ach so, nee, bro, ich war noch bei Foo Fighters. Ah, okay, nee, sorry. Von Rise Against. Ja. Finde ich auch nicht, aber ist auch egal. Eins der ersten, RPM wird das abgekürzt, glaube ich. Ah, RPM 10 heißt das Album. Aber das ist relativ neu, glaube ich. Da waren noch nämlich 2003. Ein paar Remakes. Da sind nämlich ein paar Remakes drauf. Wobei, nee, das könnte tatsächlich hinhauen. Okay, ich habe jetzt mehr oder weniger, okay, ich habe jetzt zwei halbe, ist gleich ein ganzes, du bist wieder dran und ich mache kurz Research. Gib mir mal kurz dein Gerät. Willst oder du brauchst hier du auf das? Spotify? Nee, brauche ich nicht. Ja, der letzte Pick, also ich meine, das ist ja immer so die Frage, bestes Album, für mich sind die besten eben die, die einen irgendwie super krass geprägt haben und die man irgendwie mit so einer krassen Zeit verbindet. Aber ich will auch noch so einen kleinen Ausreißer droppen und das ist meiner Meinung nach einfach so objektiv betrachtet eins der besten Alben und das ist von Lord Pure Heroin. Das ist so eine krasse Platte. Das ist, am Ende ist es Popmusik, aber halt richtig, richtig gut, richtig krass produziert. Auch kein Lied drauf, was irgendwie mittelmäßig ist, sondern nur gute Songs. Der bekannteste ist wahrscheinlich Royals, der bekannteste Song, aber auch da sind einfach so krasse Banger drauf und ich liebe Lord. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch Popmusik sehr gerne mag, wenn es gute Popmusik ist. Und da ist es für mich eigentlich eines der krassesten Alben. Höre ich auch einfach super gern. Und das ist auch sowas, so da höre ich dann nicht einen Song, sondern da habe ich einfach Bock auf dieses Album und dann haue ich mir das auf Shuffle rein oder höre es einfach von Anfang bis Ende durch. Das ist mein fünfter Pick. Und ich habe, es ist schwierig. Es gibt noch so viele, die man da auch mit reinbringen könnte, die mir jetzt auch irgendwie jetzt auch im Reden noch eingefallen sind, aber ich belasse es jetzt mal bei den fünf. Warst du schon fünf? Hast du schon fünf gesagt? Ich glaube, ich habe jetzt fünf. Ich habe Kanye, ich habe Kid Cudi, ich habe Frank, ich habe Streetlight Manifesto und Lord. Stimmt, es waren fünf. Oder Lordy, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, aber richtig geiles Album auch, ja. Super krasse Platte. Ja. Hat sich auch einen Grammy für gewonnen, vollkommen zu Recht übrigens. Crazy. Das bringt mich drauf, dass ich auch echt so phasenweise ziemlich gerne Lana Del Rey höre. Und da auch richtig krass. Ich weiß nicht, auf welchem Album ich da jetzt hing. Warte kurz, finden wir auch heraus. Ja, ich wollte eigentlich auch noch zwei Alben nennen, eigentlich, bevor mir dann diese ganze Foo Fighters-Sache eingefallen ist. Und Ultra Violence, richtig krasses Album. Von Lana Del Rey übrigens, richtig geil. Da ist eine richtig geile Lieder drauf, ja. Hammer. Und bei Lordy ist mir auch gerade noch die XX eingefallen, die auf jeden Fall auch Alben haben, wo man die man einfach nur runterhören kann und sich dann am Ende denkt so, was ist jetzt gerade passiert? Ja. Wie krass, was ist jetzt so? Auch so ganz neuer Sound halt, gell, als das so geil, rausgekommen ist. Und da, wow, das ist ein richtig krasses Album auch, da gab es einen Remix von einem Biggie-Album und das heißt glaube ich irgendwie ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das gibt's auf YouTube. Also ich weiß auch nicht, aber das Remix-Album DXX und Biggie ist super krass. Super, also es ist so eigentlich das krasseste so Mash-up-Crossover-Album überhaupt. Ja. Honorable Mention, wenn wir davon schon reden, ist natürlich Jay-Z und Linkin Park. Ja. Auch super geil. Habe ich auch richtig krass gefeiert, als es damals rausgekommen ist. Ja. Weil halt Linkin Park geil, Jay-Z geil und was sie zusammen gemacht haben, es hat tatsächlich funktioniert einfach. Ja. Klar, Watch the Throne kann man dann auch noch gleich mal in dem Atemzug nennen, auch krass.
Ist natürlich auch einfach ein fieser Crossover. So ja. Die vielleicht zwei größten Hip-Hop-Künstler der letzten paar Dekaden zusammen. Ja. Ja. Ja, super krass. Jetzt haben wir noch gar nichts über Kendrick und J. Cole gesagt. Aber ich wollte eigentlich in meine Top 5 muss noch was rein, was sich bei mir so musikgeschichtlich dann irgendwann verändert hat, beziehungsweise als ich dann irgendwann am Ende meiner Teenagerjahre wahrscheinlich von so diesem ganzen California Skaterpunk wie Offspring und Blink in so ein bisschen die, ich nenne es einfach mal härtere Schiene gerutscht bin und dann halt so richtigen Punk gehört habe und auch so ein bisschen so Post-Hardcore-Punk. Und da ist eine Band, die super krass ist und die mich auch wirklich geprägt hat, die heißen Touché Amore oder Touché Amore, je nachdem, wie man das ganz genau ausspricht. Und da das Album Parting the Sea Between Brightness and Me, richtig krass. Geiler Titel. Auch so, ich meine, man muss es ein bisschen anhören, bis man den Gesang versteht, aber krass lyrisch, richtig geil. Hammer-Album, krass, ja. Geil. Ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Bandbreite an Musikrichtungen jetzt mit unseren 10 Picks. Da könnte ich jetzt natürlich noch weitermachen, abgedeckt. Aber ich glaube, es war gut. Habt ihr mal was zu hören, Leute? Viel von dem habt ihr ja bestimmt eh schon gehört oder kennt ihr. Habt ihr was zu hören? Okay, geil. Das hat richtig Bock gemacht. Wir müssen mehr so Off-Topic Q&A-Sachen machen. Kann man schon geil philosophieren auch. Ja. Musik. Ich höre viel zu wenig Musik gerade. Kacke. Viel zu viel Podcasts. Ja, ich höre wieder viel mehr Musik jetzt so seit ein paar Monaten schon. Dann, das ist so eine In-Between-Frage, würde ich sagen. Die Frage ist, wie wichtig ist gerades bzw. richtiges Sitzen beim Essen? Okay. Okay. Nein. Ja, nee. Also ich habe absolut keine evidenzbasierte Meinung dazu oder ich weiß wirklich nicht, was da jetzt medizinisch, wissenschaftlich und so weiter korrekt wäre. Das heißt, alles, was ich jetzt sagen werde, basiert auf meiner Erfahrung. Wobei eine Sache weiß ich, dass wenn man gegessen hat, soll man sich auf die rechte Seite legen, weil der Magenausgang nämlich rechts unten ist und dann geht alles langsam in die richtige Richtung. Das heißt, kontraproduktiv ist es, wenn es links ist. Vielleicht verdrehe ich es gerade, aber ich weiß nicht genau. Damn, ich lege mich immer auf die linke Seite nach dem Essen tatsächlich. Vielleicht aber deine Couch steht gut und also so wie du da quasi auf deiner Couch sitzt und dann eigentlich auch dein Lieblingsspot ist ja quasi auf der quasi, wenn man jetzt Richtung, also von der Couch wegschaut, rechts. Und hängst du dann rechts an der Lehne. Das heißt, so passt es schon. Ich meine, das darf nicht passieren, dass du auf die linke Seite abhaust, oder? Oder sitzt du eigentlich links, wenn ich nicht da bin? Wenn du nicht da bist, dann kann es auch gerne sein, dass ich quer auf der Couch liege und eben auf meiner linken Seite. Ah, okay. Ich glaube, es ist so. Aber ich variiere natürlich die Couch-Position. Ist ja auch wichtig, gell? Ich glaube, das Essen kommt oben rein und geht dann... Macht dann so eine... Ich glaube, der Mageneingang ist so eher oben links quasi und der Ausgang oben rechts, deswegen muss man sich zum Verdauen eher auf die rechte Seite legen, aber vielleicht verdrehe ich es gerade auch. Der größte Biohack aller Zeiten, jetzt zuerst hier gehört. Ja, und aber sonst ist es glaube ich, also keine Ahnung. Nein. Also ist ja. Man kann am Tisch, da sitzt man ja eh verhältnismäßig aufrecht am Tisch so. Ja, und wenn man auf einer Couch ist, dann slouch man halt ein bisschen mehr. Ich meine, keine Ahnung, schaut jetzt haben wir die alten Römer an, die haben im Liegen gegessen auf ihren komischen, wie heißen diese Liege-Kanapés, heißen die nicht so irgendwie? Weiß nicht, wie die heißen. Oh, keine Ahnung, ich habe jetzt so das Bild von... Im Liegen gegessen finde ich übrigens auch immer gut. Bild von Asterix und Obelix irgendwie, wie es dann immer Wildschwein und Weintrauben gab bei den Römern und da haben die halt dann das im Liegen gegessen. Man muss schon auch gut gewesen sein. Ja, also die Frage, wie wichtig ist gerade das Richtige? Also erstmal, es gibt kein richtiges Sitzen, so... Fertig. Und gerades Sitzen ist auch nicht richtiges Sitzen. Und wie du sitzt beim Essen, so es kann sein, dass du deine Mitesser offendest, wenn du zu krass drinnen hängst oder so, aber biomechanisch, anatomisch, es gibt keine richtige Sitzposition. Und beim Essen auch nicht. Also nicht beim Arbeiten, nicht beim Essen, so sitzt einfach, Leute. Und Problem ist nie das Sitzen. Das Problem ist vielleicht, dass man sich zu wenig bewegt oder auch, dass man zu sehr in einer Position festhängt. Also beim Sitzen sollte man halt einfach, keine Ahnung, mal so sitzen und das
kann man auf Sitzen beim Essen beziehen und was auch immer alles andere. Also dieses ganze, Leute haben so weirde Glaubenssätze, wenn es um Sitzen geht irgendwie. So, hey, sitzt halt einfach irgendwie. Stacken, atmen, genau, richtig. Und mindestens 30 Mal kauen. Immer den Stack halten beim Sitzen, beim Essen, damit eben auch das Verdauungssystem optimal längenspannungsverhältnismäßig ausgerichtet ist und so. Aber da, tatsächlich würde ich eher darauf achten, dass du halt dein Essen kaust. Das ist deutlich wichtiger für die Verdauung, ja, als die Position, in der du sitzt, während du dein Essen kaust. Also halt wirklich, wirklich mal kauen und nicht so zweimal draufbeißen und runterwürgen. Ist wieder so, auf was achte ich und was hat wirklich einen Impact auf Sachen? Nicht die Sitzposition, sondern wie du isst und was du isst. Nicht wie du dabei sitzt, Mann. Ja. Okay, reicht auch mit der Frage. Lieblingsschauspieler und Filmgenre. Schon wieder so eine Lieblingsfrage, gell? Ja. Du kannst auch mehrere Schauspieler und auch mehrere Genres nennen, wenn du möchtest. Keanu Reeves ganz vorne mit dabei, einfach weil er ein geiler Dude ist. Mhm. Ist jetzt gar nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler, aber es ist halt einfach ein geiler Dude. Ja. So. Und auch natürlich ein geiler Schauspieler noch dazu, der in geilen Filmen mitspielt. Aus den gleichen Gründen würde ich Matthew McConaughey damit reinschmeißen, weil es ein geiler Dude ist. Ja, Mann. Und ein krasser Schauspieler, weil er in meiner absoluten Lieblingsserie mitspielt, True Detective. True Detective, Staffel 1. Staffel. Boah, so sick. So und sick. Vor allem, es ist meiner Meinung nach die beste Performance von Matthew McConaughey in allem, was er je gemacht hat. Ja. So, so sick einfach. Krank. Und was war die, achso, Lieblingsfilmgenre? Genre. Ja, schon. Also, so. Mein Lieblings-Nicht-Filmgenre, mein Nicht-Lieblings-Filmgenre ist auf jeden Fall Horror. So, ich verstehe nicht, wie man sich Horrorfilme reinziehen kann. Ach so. So, ich weiß nicht, wieso ich meine Zeit damit verbringen sollte, mir irgendwas reinzuziehen, was Bock mir maximal was? Viel Angst macht. So. Also so, keine Ahnung, so, das ist einfach, ich will mir ja was anschauen, um mich irgendwie zu entspannen, runterzukommen, wenn ich schon mal zulasse, dass ich mich in eine andere Welt ziehen lasse quasi. Und wenn das dann was ist, was mich so fertig macht, so nee, so keine Ahnung, das brauche ich nicht. Ich hab auch noch nie damit angefangen. Also ich habe noch nie damit wirklich angefangen. Ich habe auch so dieses ganze Paranormal Activities Zeug und so, da bin ich nie drauf eingestiegen. So, weiß nicht, ob es mich catchen würde, wenn ich es wirklich mal anschaue. Es gibt ein paar so Thriller, die ich gesehen habe, die auch so krass nervenaufreibend und spannend waren und so Schocker-Thriller quasi, aber jetzt nichts mit Horror zu tun hatten. Und das finde ich schon, das taugt mir. Aber danach braucht dann irgendwie was Witziges oder Entspanntes noch so, weil sonst so, nee, komm jetzt uns noch nicht klar, einfach. Also ich mag schon noch düstere Sachen, The True Detective zum Beispiel ist ja krass. Ja, neue super Batman, dark. Super geile Stimmung einfach. Aber aber das war ja gar nicht die Frage. Lieblingsgenre. Genau, nicht Lieblingsgenre, sondern Lieblingsgenre. Ja. Bei mir ist es eigentlich relativ straight, du kannst dir noch kurz überlegen. Ja. Also ich liebe alle Superhero-Filme. So, ja. Das ist ja inzwischen auch ein Genre. Ich liebe den Scheiß. Marvel und so weiter. Aber so klassisches Genre Science-Fiction. Mhm. Ich liebe gute Science-Fiction-Filme. Also sowas wie Interstellar oder was fällt mir jetzt noch so ein? Moon. Sunshine habe ich letztens gesehen, auch super krass, auch so ein bisschen so ein Science-Fiction-Thriller-Horror-Crossover. Also gute Science-Fiction-Filme feiere ich super krass ab. Ja. Ich mag schon so, also so, ich glaube, es ist dann Fantasy, mag ich schon auch gern. Also ganz klassisch Herr der Ringe und auch Harry Potter ist geil irgendwie. Ja. Und auch so die Mischung zwischen so Fantasies und dann der Drift in so historische Sachen wie, keine Ahnung, Wikinger-Filme oder sowas. Also halt so ein bisschen. Hast du den King Arthur-Film gesehen? Ich glaube schon, ja. Ja. Also den neuesten quasi, sowas zum Beispiel. Mit dem, wie heißt der? Heißt der Charlie Hunnam? Heißt der so? Oder ich vergesse immer den Namen von dem. Ah, ja, der kurze Blonde. Der Sons of Anarchy, ja, genau, mit dem Bart. Ich glaube, der heißt Charlie Hunnam. Hunnam, wie auch immer. Das, und was ich aber, was so genremäßig wahrscheinlich noch geiler ist für mich, ich weiß nicht, ob das Genre einen Titel hat, aber jetzt der letzte Film, den ich mir aus dem Genre angeschaut habe, der auch ein neuer war, ist auch wieder mit Matthew McConaughey, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo er den Grasdealer spielt.
The Gentleman, genau. Ah ja. The Gentleman. Das Genre heißt Guy Ritchie-Filme. Genau. Und Tarantino-Filme. Das ist so eine Sparte irgendwie. Voll. Und die ihn gut. Ja, bin ich voll bei dir. Also alles von Tarantino und alles von Guy Ritchie. Voll originell. Ich weiß. Jeder findet es geil. Aber neulich, es ist halt einfach sick. Ja, neulich kam Death Proof. Man, das ist auch so ein kaputter Film einfach. Am Ende denkst du dir so, what the fuck habe ich gerade gesehen? Aber es hat Underrated. Irgendwie krass. Underrated. Alle meine Freunde haben mich früher dafür gehatet, dass ich diesen Film geil fand, als wir ihn uns angeschaut haben, weil alle ihn gehasst haben. Ich finde ihn geil. Ja, übel gut. Und also Lieblings-Tarantino-Film, wenn wir schon beim Thema sind? Hast du einen? Du musst jetzt einen Lieblings-Tarantino-Film sagen. Ja, muss ich. Gun to your chest. Ja, ist Pulp Fiction. Ganz auch nicht. Ist auch ja nicht, voll originell. Auch nicht originell, aber... Ja, fair enough, du. Ich konnte immer diesen komischen Psalm auswendig, den Vincent Vega und fällt mir der Name nicht ein, wie heißt er denn im Film? Samuel Jackson im Film, ist ja auch egal, da beim Burgeressen quasi runterbeten oder ja, der ist einfach krass, auch weil es halt da neu war, so. Ja, deiner? Once Upon a Time in Hollywood, muss ich jetzt sagen. Fand ich schon auch cool. Das ist einfach auch so ein guter Film. Wobei, das ist natürlich so, das ist wirklich ein Scheiß. Sich von Tarantino-Filmen seinen Lieblingsfilm raussuchen zu müssen, ist halt ein Scheiß. Weil die auch ja teilweise so unterschiedlich sind. Inglourious Basterds ist schon auch richtig krass gewesen. Weil das war ja so der erste neue, oder? Weiß ich nicht, glaube ich schon. So, keine Ahnung, ob es überhaupt eine Pause gab, aber das war so ein neuer Abschnitt und der war so krass. Ja, eben auch wieder so ein Film, der historische Ereignisse nimmt und sie dann so twistet, genauso wie Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Sowas liebe ich. So ein neuer Take irgendwie auf Sachen, die wirklich passiert sind. Aber natürlich, meine, die Kill Bill-Filme sind natürlich auch super krank, sick einfach. Stimmt, die sind ja auch von ihm. Ja. Krass. Ja. Okay, genug über Filme geredet. Wir haben jetzt noch eine Trainingsfrage. Cool. Stick with us. Wir versuchen jetzt nicht ganz so krass lang drauf einzugehen, obwohl die auch super deep ist. Wie cute ihr Scapula-Bewegung bei Overhead-Übungen? Ja, erstmal gar nicht, oder? So, ich habe gerade so überlegt, also genau, erstmal gar nicht, weil die bewegt sich hoffentlich so mit, wie sie mehr oder weniger soll oder wie es durch die Übung und die Position, in der die Übung stattfindet, schon durch Constraints quasi bedingt habe, dass es so sein wird. Position diktiert Funktion, oder was? Ja. Oder mal. Und dann halt höchstens sowas wie schiebt die Schulter am Ende mit nach oben und nimmt die Schulter wieder mit nach unten. Und zwar am Ende vielleicht sogar vor oder im Idealfall vor dem Arm und dem Gewicht, wenn man jetzt zum Beispiel was Einarmiges hat. Dass die Schulter nicht, wenn man sie mit nach oben schiebt, oben bleibt, dann kommt das Gewicht runter und dann erst die Schulter, sondern dass es halt alles in einem guten scapulohumeralen Rhythmus passiert. Das klingt jetzt auch irgendwie unkreativ, aber es ist am Ende halt einfach das, worum es geht. Ja. Und einen scapulohumeralen Rhythmus kannst du halt nicht einfach cueen, indem du jemandem sagst, hey, beweg dein Schulterblatt mal so oder so. Ja. So, das wird einfach nicht funktionieren. So, das sind einfach Dinge, die müssen mehr oder weniger unterbewusst passieren. Und so muss man dann auch eben coachen und cueen. Und ja, wenn man jemanden in eine gute Position bringt, erster Schritt. Wenn man die richtige Übung für jemanden wählt, zweiter Schritt, dann wird man profitieren, dritter Schritt. Also es ist so, und das hat sich ja auch verändert bei uns, wie wir halt so bewegen und coachen und cueen, aber darum geht's. Und wenn du zum Beispiel jemanden eine Überkopfbewegung machen lässt, der da einfach eigentlich gar nicht hinkommt, ohne zu kompensieren, dann hast du schon gefailed. Dann ist es schon ein Fail, weil dann wird die Übung kompensatorisch ausgeführt, dann wird es keinen guten, authentischen scapulohumeralen Rhythmus geben. Und dann kannst du cueen, was du willst. Es wird nicht funktionieren, weil die Position die Funktion diktiert. Und das ist so, das ist der größte Gamechanger im Coachen und Cueen für mich. Ja. Und da muss man sich halt angucken, wie ist denn die aktive Range of Motion overhead von deinem Gegenüber? Und Spoiler Alert, die wird bei eigentlich niemandem 180 Grad sein, Schulterflexion. Die wird bei den wenigsten sogar auch nur 150 Grad sein oder so. Und dann
muss man einfach dafür sorgen, dass die Menschen in der passenden Range arbeiten und nicht denken, jeder Mensch muss wirklich über Kopf was drücken, sondern stellt man die Lehne von der Bank ein bisschen zurück und dadurch kann man dafür sorgen, dass Leute in ihrer aktiven Range of Motion arbeiten und siehe da, schon kann das der Brustkorb mit dem Schulterblatt interagieren, das Schulterblatt mit dem Schultergelenk interagieren und was kommt dabei raus? Ja, eine gute Überkopfbewegung, auch wenn die Überkopfbewegung eben nicht auf 180 Grad Schulterflexion stattfindet, sondern vielleicht auf, keine Ahnung, 140 Grad, ja. Whatever. Voll, nichts hinzuzufügen, außer Ellenbogenposition oder Armführung ist halt auch noch was, wo man relativ gut die Überkopfbeweglichkeit quasi verbessern kann mit einem ganz einfachen Kniff, indem man den Ellenbogen wahrscheinlich so ein bisschen weiter vor den Körper kommen lässt, sollte man das so langhantelmäßig mit Ellenbogen total weit außen machen und komplett nach die ganze Zeit nach in rotierten Hanteln, wenn man es mit der Kurzhantel macht. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich, ohne Bild. Aber sonst, genau so ist es. Es ist halt, da ist so, wenn es da Probleme gibt mit der Scapula-Bewegung, dann ist es für mich an anderer Stelle spezifischer zu cueen und zu coachen, damit die Person das dann schon checkt, wenn sie die Überkopfdrückvariante deiner Wahl macht. Also da gibt es dann so Scapula-Push-Ups, irgendwie so irgendwelche nur Reaches isoliert in keine Ahnung, Rückenlage, im Vierfüßler, Armbars, was weiß ich, mit denen man dann eher ganz direkt an der Scapula-Bewegung arbeitet, damit sie dann in allen anderen Positionen auch funktioniert. Ja, voll. Also erst quasi isoliert die Scapula bewegen und danach das Ganze integrieren in ein globaleres Muster wie zum Beispiel Schrägbankdrücken oder Überkopfdrücken. Ja. Das ist vielleicht noch so der Schritt, der vor Positionieren kommt, ist eine gute Prep wählen, dann gute Position, die richtige Übung für das jeweilige Individuum und dann wird das System sich gut selbst organisieren mit einem guten Rhythmus und dann muss man auch nichts mehr cueen. Weil, also ich wüsste wirklich nicht, wie man Schulterblattbewegung überhaupt cueen soll. So, wer soll das spüren? Wer hat da das Körpergefühl, dass das dann auch irgendwie, also sagst du deinem Coachee, hey, rotier jetzt mal deine Scapula nach oben? Viel Erfolg. Also so, weiß ich nicht, was da dann dabei rauskommt. Ja, genau. Irgendwas ganz Wildes wahrscheinlich. Ja, okay, cool. Super cool. Warte, haben wir noch eine? Nee, wir haben alle Fragen durch. Cool. Das hat Spaß gemacht. Und das Coole ist, wir gehen jetzt raus spazieren und beantworten noch mehr Fragen. Jetzt haben wir, wie viele Fragen waren es? 4 Stück in einer guten Stunde? Ich glaube, es waren 6 Fragen oder so. 6, 7 Fragen so. Aber es ist schon geil, oder? Wenn man mal Zeit hat, auch zu antworten. Einfach mal nur reden. So. Jetzt für die, die auch wiederum neu hier sind, im Q&A auf Instagram nehmen wir uns maximal einen Take Zeit für eine Frage. Ja, versuchen wir eine sinnvolle Antwort in 15 Sekunden zu geben, was auch manchmal gar nicht so einfach ist. Also ihr merkt ja, dass da werden uns genau solche Fragen gestellt und wir haben jetzt hier teilweise 20 Minuten über diese Fragen gesprochen. Aber ja, gerade wenn es um komplexe Inhalte geht, dann braucht es halt eine komplexe Antwort. Voll. Und dementsprechend ist es vielleicht manchmal nicht so zufriedenstellend, was wir auf Instagram sagen, aber es geht halt einfach nicht anders, wenn du nur 15 Sekunden Zeit hast. Also verzeiht uns das bitte. Danke für eure Fragen. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für den kleinen Ausflug in meine musikalische Vergangenheit. Und bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Leute, richtig sitzen ist das Wichtigste der Welt, aller Zeiten, immer. Hört alle Alben, die wir heute aufgezählt haben und trinkt nicht so viel Kaffee. Okay, bye!